wollte mich das nicht verarschen hier, dass ich hier nicht. Ja, ich wollte schon gerade sagen, hier ist doch. Hier geht's doch hoch. Wer bist du denn? Du bist ein NPC. Oh, das ist doch schön hier. Wieso in der Ra ja, cool, hier ist das Koksland oder was? Ja, lustig! Kann mich nicht an meine Befehle erinnern. Meinen Schaden. Wie viel Damage machen die denn? Nein. Ach. Ja, geil. Ja. Oh, ah, nee. Oh, jemand halt mich. Jemand halt mich. Hier ist ein Event. Deswegen. Das ist sehr nett von ihr. Gut, alles klar. Sie greift an! Das heißt, ich werde dir jetzt mithelfen. Na los doch, schlag mich! Das macht ja sowas viel Damage. Oh, das ist Gift und. Und so. Ich werde jetzt hier den Abgang meines Lebens machen. Shit, daneben. Ganz ehrlich, Leben, ich bin tot. Ja, aber wenn ich dich jetzt mit umbringe, dann lebe ich wieder. War gut, keine Kampf. Dingens hier. Ich wollte nur noch lesen, was da war. So, wir lesen erstmal vor. Dies muss die Quelle der Macht der Rabenschamane sein, die Luft selbst vibriert von Energie, die einen die Nackenhaare sträubt. Halt jetzt wie Sprache mit diesem Ort der Macht. Und jetzt machen wir es nochmal von vorne, weil wir es einfach können. 5 von 6. Einer fehlt noch. Portal? Was macht das Portal denn da? Untersuchen? Durch einen Schleier der Magie erkennt ihr den Bereich außerhalb der Höhle. Ja, mach ich. Mach ich, will ich benutzen. Tun. Sehr praktisch. Wo hat mich das denn jetzt teleportiert? Das ist ja, glaube ich, nicht beim Eingang, oder? Doch, das ist beim Eingang. Da ist der Eingang. Was ist das kleine Ding da? Holographische Scarlet. Achso, das ist wahrscheinlich. Das hat wahrscheinlich irgendwer dahin platziert. Aber ich denke mal, dass The Karma-Initiativ ein Gildenname ist. So, wo ist jetzt noch irgendwas? Also ich soll irgendwas entdecken noch hier unten. Hier unten. Mal schauen. Ach, schon wieder eine Höhle. Und was ist da denn? Das hier sind Growl-Fallensteller. Nichts. Headshot. Oh ja, hier müssen wir auch hin.
Oder? Müssen wir hin? Ja, genau, in die Höhle müssen wir. Und da oben können wir wieder Zwiesprache halten. Und zum Glück nicht kämpfen. Du bist ein Veteran, ne? Ist sicher doch. Natürlich, wenn wir schon nicht kämpfen müssen, müssen wir gegen Veteranen kämpfen, der da zufälligerweise nie daneben steht. So. Alter, der war geil. Der war geil. Der war zwar nicht gewollt, aber geil. Ja, ich roll mal nach hinten weg und merke nicht, dass ich, wenn ich nach hinten wegrolle, runterfalle. Eigentlich wollte ich die 5 auslösen. So. Um das Totem herum liegt eine unsichtbare Decke aus magischer Energie, die alle in der Nähe mit einem Gefühl von Selbstvertrauen und Macht erfüllt. Wie es scheint, haben die Gwarde tatsächlich ein mystisches Artefakt gefunden. Und wir sind halten wieder Zwiesprache mit diesen Dingen. Und haben einen Stufenausstieg, sind Stufe 40 und jetzt passiert ganz schön viel übelster Shit. Erstmal haben wir die Schneekuhlenhöhlen-Kartenabschluss, wobei, das machen wir mal schnell. Also wir haben Belohnung, wir bekommen einen Feuerstufe 26, Waffentyp kann ich nicht verwenden, schade eigentlich. Kann ich auch nicht benutzen. Hehehe, da können wir unsere Löwenherz-Glühnstruhe da öffnen und gut. Ja. Und ich bin überladen. What the shit? Das kann gar nicht sein. So, Moment. Ich bin jetzt überladen. Ist mir egal. Was ich erst dann mache, ist mich hierhin teleportieren. Weil das Spiel sagt, ja, ich bin zwar überladen, aber solange das Fenster nicht geschlossen ist, habe ich immer noch die Möglichkeit, das irgendwann mit einzusammeln. So, und schwuppdiwupps bin ich das nicht mehr. Gut, dann verkaufe ich erstmal den ganzen Shiat hier, den ich nicht brauche. Und dann öffnen wir die Truhe. Haben wir hier nicht auch? Ich gucke erstmal unter H mal. Ausrüstung. Ja, hier haben wir, guck mal, 3 Vitalität. Da. Achso, Moment. Die vorhandene Aufwertung geht verloren. Welche Aufwertung ist denn da drin? Würde ich ungern dann machen. Da, in die Beine können wir doch noch was reinballern. Ja. Genau, alles andere können wir verkaufen dann auch wirklich. Gut. Und dann, juhu, haben wir endlich mal einen Schlüssel. Wir brauchen aber 2 Schlüssel, weil wir haben 2 Truhen. Mist. Können wir nur eine öffnen? Aber vielleicht habe ich auch 2 Schlüssel. Habe ich eigentlich die... Nein, ich habe den Schlüssel nicht verkauft. Okay, alles klar. Und wir haben nur einen Schlüssel. Oh, es ist wieder total langweilig hier, das Ganze verkaufen und so. Ja, ich weiß, aber nützt nichts. Wenn unser Inventar voll ist, muss man das ja natürlich auch machen. So, und jetzt wollen wir... Das muss ich beim Händler irgendwie... Oder? Nee, das ist Zeug zum Wegwerfen. Das sind Trophäen. Sehen gebunden. Ja, scheiß drauf. Ja, komm, scheiß drauf. Ja, komm, die 16 Koffer kannst du in den Arsch schieben. Komm, das Fleisch auch. Und das Zeug auch.
So, da wollen wir mal hier. Wir wollen verwenden und wollen... Achso, jetzt auf einmal ist alles random. Vorher waren noch zwei oder so Objekte mal ersichtlich. So, was ist denn hier rausgekommen? Magisches Spielverstärker. Okay, und was ist das? Enthält Handelsmaterialien 6. Rang zum Öffnen der Boutiquen. Oh geil, können wir wieder alles verkaufen. So. Nicht identifizierbare Farbe. So, Farbe. Ja, mir ist eine Farbe erhalten. Super, freut mich. Freut mich sehr. Und jetzt gehen wir wieder auf den Handelsposten und verkaufen den Shirt. Ja, man kann natürlich damit irgendwas machen, ne? Also, ne? Man kann dann Handwerksgedöns machen, aber will ich gar nicht. Will ich nicht. Nein, gefällt mir nicht. So, jetzt können wir noch zwei Postsachen bekommen. Und zwar haben wir einmal euer Herold. Eine Einladung in Caudicius Anwesen. Seid gegrüßt, mächtiger Held. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Nachbarschaft ist wegen euch geradezu improvisiert. Ich habe gehört, dass es ein großes Fest anlässlich der Friedensverhandlungen zwischen den Char und den Menschen in Königstal. Die Königental geben wird. Der Empfang wird im Herrenhaus von Fürst Caudeus oder Caudeus stattfinden. Mit Blick auf die Grafschaft Betletum. Es werden Diplomaten aller wichtigen Völker anwesend sein. Hauptmann Lorgain Chakray ist um die Sicherheit von König Jena besorgt, die am Empfang teilnehmen wird. Er braucht Unterstützung. Ein Held eures Rufes sollte an der Abendgesellschaft teilnehmen und seine Hilfe anbieten. Hab Dank, euer Herold. PS! Wir haben erfahren, dass Soja ebenfalls ein Teil der Azura-Delegation anwesend sein wird, aber wir wissen nicht weshalb. Sie ist wie immer unberechenbar, also seht euch vor. Wir können das anzeigen lassen, wo es ist. Dann macht die Map Cosma zack! Und markiert uns das Gebiet. Und es ist ein Verlies. Also, das ist halt jetzt so eine Sache, dass wir jetzt ein Verlies freigeschaltet haben. Also jetzt eine Instanz, ein Dungeon, wofür wir eine Gruppe brauchen, das mal sehen. Also, Dankeschön, löschen. Club der Exploratoren Tyrias. Nachricht von der Schneekuhlenhöhle. Wir grüßen euch. Wir hoffen, dass ihr diesen Brief erhaltet, denn ihr scheint ja ziemlich viel unterwegs zu sein. Was ihr getan habt, kommt zahlreichen Bewohnern der Schneekuhlenhöhlen zugute. Von den Skalden bis zu den Jägern, von den Löwengardisten bis hin zu unseren verehrten Ältesten. Alle sprechen mit Respekt und Dankbarkeit von euch. Hab Dank für euren Beistand. Club der Exploratoren Tyrias. Dankeschön. Weg damit. Und Level Up. Belohnung der Stufe 40. Wir haben 70 Hauptattribute bekommen. Auf alle gänglichen Kraft und Präzision und Zähigkeit und die Vitalität. Und wir haben Kapitel 4 der persönlichen Geschichte freigeschaltet. Oh yeah. Habt ihr schon gesehen, hier oben ist nämlich jetzt der Weg bereiten. Den Weg bereiten. Oh ja. Und wir müssen jetzt nach Löwenstein. Das ist das erste Mal. Das ist jetzt endlich die Mission, wo wir nach Löwenstein kommen. Freut mich doch sehr. Dann könnten wir theoretisch danach auch Löwenstein erstmal komplettieren, damit wir das Teil dann haben, die Stadt also. Und dann, nachdem wir das gemacht haben, müssen wir ja ein komplett neues Gebiet anfangen. Und natürlich das Anwesen, das Verlies, was wir eben da schon als Brief bekommen haben, das haben wir auch freigeschaltet. Und nehmen natürlich den ganzen Shit an. Und ich würde gerne noch gucken wegen den Fähigkeiten.